Ja, hey und willkommen. Mein Name ist Daniel B. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 3. In der letzten Folge haben wir ein paar Cutscenes uns angeguckt und Minispiele gemacht, ne? Ja, das war nach dem ganzen Abenteuer hier auf der Karibik. Und ja, ich bin mal hier vom Wasserfall, weil ich glaube, ich muss ein Foto davon machen, ne? Fotomission und so. Gut. Alles klar, haben wir das erledigt. Gehen wir mal zurück. Und ja, wir gehen jetzt. Wir gehen normalerweise immer in die nächste Welt, nachdem wir die erste abgeschlossen haben. Und ja, ich sag mir mal einfach so, lass mal das erstmal, sondern tun wir noch ein bisschen erkunden, weil wir haben ja noch nicht alles gekundet hier auf der Karibik. Und ich habe ein bisschen das Schiff hochgelevelt auf Maximum Level, habe eine Trophäe und all sowas bekommen. Nachdem ich es voll gelevelt habe, habe ich Folgendes hier bekommen. Guck ich da mal an. Das ist die Black Pearl. Und ja, die habe ich freigeschaltet, nachdem ich die Leviathan, also das andere Schiff, auf Level 10 gebracht habe. Und ja, ich würde sagen, tun wir das Ding doch mal hier mal ausprobieren. Ich hoffe ja mal, es ist genauso stark wie alle anderen, wie das andere Schiff, ne? Und ja, wir haben hier, wie man sieht, noch ganz viele Orte, die wir noch nicht erkundet haben. Und ja, ich würde sagen, das holen wir jetzt mal alles nach. Und zwar von hier aus. Wir erinnern uns ja mal in den vorherigen Part oder so, ne? 3-4 Parts vorher. Da wurden wir ja doch schon ein bisschen überrascht von einigen Schiffen, die uns gewonshottet haben. So 4 oder 5 Stück, die uns vollkommen zerstört haben. Und ich hoffe ja, da waren wir noch Level 3 oder 4 mit unserem Schiff. Ich hoffe, das wird jetzt nicht. Aber das wird jetzt ein bisschen anders ausgehen. Also die Werte sind ja hier maximiert von dem Teil. Also hoffe ich ja mal, dass er das auch bringt, ne? So, erstmal hier wieder Mogelshop. Ich will nicht mit der Reben Goofy, Mann. Ja. So, hier wieder neue Sachen hier eingelagert, ne? Und ja, Aquakranz. Da mit dem Schmieden, da muss ich mich irgendwann mal einen ganzen Part dran drum kümmern, so vergleichen und so. Hab schon wieder neue Waffen gesehen, habe ich gesehen. Ja. Aber das war halt erstmal. So, ich bin jetzt hingekommen zu speichern, weil das kann ich das Foto, glaube ich, wieder noch mal neu machen, ne? Ein bisschen doof, ja. So, ich habe 2 Stunden. Ich habe die Schatztruhen und also weiter noch eingereicht, glaube ich, im letzten Part. Und so sieht's aus. Wir brauchen noch 1, 2, 3, 7 Bilder, welche ich wahrscheinlich einreichen muss, weil ich die wahrscheinlich nicht alle finden werde. Und wir brauchen nur 7 Schätze, das ist ja passend. Und ja, einige Sachen davon werden ja wohl hoffentlich irgendwo auf diesen Inseln sein, die wir noch nicht erkundet haben. Hier ist zum Beispiel eine. Da hinten die. Und ich weiß jetzt nicht, wo diese Schiffe auftauchen, aber wenn sie auftauchen, dann werden wir ja hoffentlich gegen die gewappnet sein. Hier taucht zum Beispiel nichts auf, anscheinend. Ja. Hier taucht was auf, aber was ist das? Wo bist du? Ja, hinter mir. Wie soll ich ihn da treffen? Problem ist, ich kann nicht in diesen Inseln ankern, sag ich mal, die ich nicht alle Gegner hier erledigt habe. Und guck mal, da haben wir schon wieder was, ne? Also ich muss die alle erledigen, sonst kann ich nicht vom Schiff hier absteigen. Also ja, macht hin, ne? Okay, ich kann absteigen, gut. Nördliche Gewässer. Ich weiß nicht mehr, wo wir von diesen ganz vielen Schiffen ja angegriffen worden sind. Hab ich überhaupt Dings an? Ja, ne? Sonst hätte ich gerade nicht Erfahrungspunkte gesehen, oder? Ja. Ich meine, Level 38 ist irgendwie das Maximum hier. Ja, das vorgegebene Level für die nächste Welt. Also haben wir noch ein bisschen Freiraum, aber so unbedingt gegen Herzlose kämpfen möchte ich nicht. Also kann ruhig. Ach ja, und die Dinger muss ich auch nicht kaputt machen, weil ich brauche keine Krabben mehr. Level 10 ist am Maximum und das haben wir schon erreicht. Also nichts mit Krabben und so, ne?
Hier ist bisher noch nichts. Ich kann ja mal eine neue Waffe zeigen, ne? Habe schon ausgesehen, ja. War noch nicht benutzt. Wird bestimmt noch eine Chance geben heute, ne? In diesem Part. Hier ist ein Speicherpunkt. Ja, schon mal gut. Und da sehe ich eine dicke Kiste, die wir irgendwie kaputt machen müssen, ne? Haben wir nicht schon mal hier? Nee, ne, sonst wäre die auf der Karte eingezeichnet gewesen, oder? Die sehen alle gleich aus. Warum ich mal das Dings hier aktiviert bekomme. Verwandlung und also was. Die Gegner sind aber ein bisschen zu schwach dafür, ne? Ja. Ja, komm. Machen wir einfach weiter. Wir sind Krabben. Oben sammeln die ein, wie man sieht. Oben links kein Erfahrungspunkt und so. Also, ja, lohnt sich nicht mehr. So, wir gehen da hoch, weil da ist eine Sackgasse. Und da ist eine Truhe. So, 1. Elektrum. Auf 406. Ich geh mal zurück und guck, ob ich. Weil das ist so komisch, ne? Im Kampf kann ich nur so ein Millimeter irgendwie so nach vorne düsen, ne? Aber außerhalb irgendwie in einem Kilometer, ne? Ja, was ist hier oben? Ist gar nichts. Aua! Dann gehen wir mal weiter. Ich weiß schon, wo wir die Schatz und alle bekommen würden. Also Embleme habe ich schon abgeschrieben. Glaube ich nicht, dass das passieren wird. Die sind immer so gut versteckt. Da komm, ich sehe immer auf der Karte irgendwie so freier Raum. Ich denke mir immer, hier ist irgendwas. Was ist denn da? Vielleicht soll ich doch ein paar Gegner hier erledigen, weil meine Kollegen hier kriegen ganz schön viel Schaden, aber nichts zu sagen. Ja. Weiter. Finde ich gut die Idee, hier so eine Open World Welt irgendwie zu haben. Ich meine, das ist auch nett, oder? So, wir müssen mal zurück zur Kiste kommen, ne? Da. Und Hallöchen. Ah, ne, ich dachte, da wäre jetzt ein Mickey Mouse Zeichner drauf. Ja, du, komm mal her. Boom. Oh, ganz viele Krabben. Boah. Ich nichts mehr anfangen kann. So, Mickey, der Schiffbrüchige. So, 5. 5 brauchen wir noch. Dann gehen wir mal den ganzen Weg zurück. Hey. Okay. Habe ich noch nicht aufgeräumt. Gucken Sie mal an, wie viele Leute hier sind. Also herzlose Leute, ne? Herzlose sind keine Menschen. Irgendwie so eine richtig rassistische Aussage irgendwie. Gut. Links, ne? Ja. Ich glaube links. Links, sag ich. What? Was? Zum Glück zum Leben gefunden. Du weißt doch gar nicht, wer die Dinger sind, oder? Oh, Hallöchen. Okay, eins davon. Ja, was hat hier? Hier ist nichts, ne?
muss ich mal so kurz anhalten. Ja, Speicherpunkt, wo warst du nochmal? Nein. Auf der Seite, ne? Wo die Speicher nehme ich jetzt, nachdem ich jede Dinge sie abgeschlossen habe, damit das Fiasko aus vor 3-4 Folgen nicht nochmal wiederholt, ne? Ich alles nochmal offscreen nachholen kann, weil das war nervig. Und dann gehen wir zurück zum Black Copperlo. Boah. So, weiter geht's. So, da war mal, da ist eine Insel, die da. It might be a good spot to find some ingredients. So, da haben wir noch eine Insel. Boom. So, stört mich nicht. Well, whether it... They're made of sturdy stuff, those two. Yeah, you should have seen them fight aboard the Dutchman. What was where I from? I was attending to another matter. I bet we'll find some ingredients around here. Hallöchen. Let's see. Immer doch einige Dinger hier. Wie es ausschaut. Er schafft das schon, ne? Ja. Das ist doch stark, ne? Hoffentlich hätte man das überhaupt nicht erkannt. Zum Glück will ich immer hoch hinaus, ne? Da fällt mir sowas auf. Und da war es aber auch ja schon, ne? Keine Truhe? Was auch ein? Nö. Warte mal, war's schon hier? Mein Glücksemblem, ne? Sauber, da war. Hier ist kein Speicherpunkt, das stört mich gerade. Erst wenn ich verrecke, muss ich nochmal jetzt zu diese Insel gehen und dann fotografieren. Eben. Ihr schafft das schon, ja. Dass sie einfach da, dass sie da einfach absauern auf der Insel, wenn ich wieder wegfahre. So, da sind noch ein paar. Ich weiß natürlich nicht, was hier mal als Insel zählt, aber hier, das sieht doch irgendwie aus. Hier ist auch noch was hier. Da, da, mein Gott, so viele Dinge noch. Das ist ein Dinges-Shop. Ein Kupo-Laden, aber Mogel-Shop meine ich. Und da seid ihr schon wieder. So, aber gucken, wie das jetzt abläuft hier. Das ist nur einer von denen, das ist ja schon mal gut, ne? Autsch. Boom. Say Jack, you are the real Jack, aren't you? I wanna make some crabs. Crabs? Did you hit your head, Smits? Hey, Jack is Jack. And that's all that matters. Precisely. Okay, weiß ich ja. Au. Ich hab besser hier einige Schätze, ne? Sonst gibt's hier Ärger. Und Lanze, cool. Oh, da war schon. So,
Monster als Kette und so. Wo ist das überhaupt? I'm the one with the captain's hat. Hey, but I'm the only one without a strange accent. What? Halt. Ist nix, ne? Oh, wo bist du? Bist du? So schnell kann's gehen, ne? Ich glaube, hier waren wir ganz am Anfang, ne? Egal, das speichern. Hat okay. Da war was zum Einsammeln anscheinend. So. Weiter geht's. Er hat jetzt nicht wirklich gezählt als Insel, ne? Lass mal zu diesen Mini-Inseln da gehen. Die da? Ich glaube die da, ne? Da ist hier noch was Großes, ne? Wo bist du, winzig? Ja, geblieben. Ich kann so nicht schießen, ey. Das ist so eine Entfernung. Warte mal, hier sind die Dinger. Oh, geht weg, ey. Einfach weg. Ich glaube, da war ich schon, ne? Die Karte aufrufen bitte. Ich glaube ja, dann gehen wir mal hier hin, ne? Und sonst haben wir ja alles. Da ist auch noch was, was Großes. Das Ding da. Ich glaube ja, ne, das sieht riesig aus. Ja, warte, hier, hier. Was ist das? Und was ist das? So muss das. Many of them quite treacherous, mate. So what? A real pirate isn't scared to explore. Oh, blaue. Haben wir die schon mal? Weil diese Befehle, die halten ganz schön lange, 90 Sekunden. Warum sind ja blaue Schiffe? Hier ist doch gar nichts. Ja, dann gehen wir mal da hinten hin. Nehme ich an. Oh, da sind wir da. Seid ihr, die mich letztens fertig gemacht haben? Also, ich wollte schon sagen, kann ich da wieder entern? Nee, ne? Ich weiß nicht, wo ich bin. Weiß ich überhaupt, waren wir da schon mal? Ja, ich glaube ja. Ja. Da ist ja nur noch eine Insel, die wir noch nicht haben. Boom. Boom. So, einfach geradeaus. Windjäger ist zum na ah, verdammt. Ich dachte, da wäre irgendwie das
Okay, hat noch irgendwie geklappt. Ich glaube, da ist nichts, ne? Da sind wir schon mal vorbeigelaufen. Und als wir da waren, war nichts, ne? Ja, guck mal. Ja, schon wieder so verdächtig. Ja. Dann war es das eigentlich, ne? Oder waren wir hier noch nicht? Ich glaube, da haben wir auch. Ne? So, da ist noch eine Insel. Warte mal, wo bin ich da? Ah, wisst euch. Mehr Zeit habe ich jetzt einzelne Schiff. Also, wo war jetzt die Insel? Boah. Boah, ich erreiche von hier aus nicht. Ja. Der Teil. Ja. Das glaube ich auch nichts, ne? Nö. Ja, gut, dann würde ich mal sagen, da unten links ist die letzte Insel, die wir ansteuern werden, und dann wollen wir schon den Part beenden, ne? Und danach gehen wir zur nächsten Welt, ne? Und da will ich einen neuen Part und so machen. Oh, ich kann meine Karte nicht aufrufen, Mann. Danke. Ja. Ja. Man muss jetzt auch nicht, wo der Rest ist. Muss ich halt wieder suchen, ne? 3-4 Stunden. Einfach weiter. Jo, ho, Fiedelidei. Und so, ne? Da hinten. Oh, das hat man schon mal. Diese Warnung hatten wir schon mal. Von Donald. Alles klärchen. So, weder ist nix. Der klang nämlich so, da ist irgendwas, ne? Das ist gefährlich, lass da nicht hinfahren. Aber hier ist nix, ne? Kann man da hoch? Das sieht immer so aus, als könnte man da hoch, aber jetzt mal, als ich halt bei so was versucht habe, da hat das nicht geklappt. Autsch. Ja, lass mich mal kurz in die Richtung gucken. Ja, sein hat irgendwas nicht hier auf der Karte verzeichnet ist, ne? Na, zum Beispiel. Wo war nur mal dieser Ort, wo diese ganzen roten Schiffe waren? War dieser eine Ort, oder? Irgendwas stimmt nicht mit Donald in diesem Spiel. Ich
Der ist irgendwie am Ersticken oder irgendwie so was. Könnt ihr mir doch nicht sagen, ja. Aber bist nicht. So, ich fahre jetzt einfach mal nach rechts. Richtung rechts. Weil da ist auf der Karte nichts verzeichnet. Da muss doch irgendwas sein. Kennt man doch ja. Wir sind im Final Fantasy 8 irgendwie. Da war irgendwie eine Insel irgendwie ganz unten rechts oder ganz unten links auf der Karte, ohne dass da irgendwas verzeichnet war. Also so stelle ich mir irgendwie vor. Wie so geheime Inseln und so. Also jetzt wenn ich kann gar nicht meine. Ich kann gar nicht hier nachgucken, wenn ich wollte. Alter. Oh, ich kann da gar nicht lang, merke ich gerade. Geht da nicht so weit. Ah. Ich kann mir doch nicht vorstellen, dass das schon alles war an den. Au. An den. Pass doch mal auf, Alter. Wir sind zum Beispiel ein Gebiet, wo die ganzen roten Schiffe waren. Da kann doch nicht das eine gewesen sein, oder? Ich meine, aber auch eine Cutscene, aber. Trotzdem, das sah mir jetzt nicht so aus. In diesen ganzen Inseln. Ich habe die alle nicht erkundet, da kann ich sein. Da ist auf allen von denen nichts. Aber das sieht schon verdächtig aus. Warum klingt dieser Spruch so komisch? Dance hier. Na guck mal, er ist doch hier voll bewacht und so. Ich einen von den Entern? Nee, okay. Weiß ja nicht, ob das auch irgendwie als Schatz zählt, ne? Wenn ich irgendwie Schiffe enter. Jetzt auch nix. Das ist so eine große Insel, und hier ist nix. Warte mal. Vielleicht muss ich da unter Wasser irgendwie rein. Ich müsste irgendwo eintauchen, ne? Habe ich noch gar nicht drauf gedacht. Ja, könnte es vielleicht sein, ne? Vielleicht muss ich irgendwo reintauchen. Wenn ich vorstelle, dass so eine riesige Insel nichts hat. Na komm. Ich bin auf der richtigen Spur, oder? Glaub nicht. Komm schon. Nö. Ja, schon. Ich dachte, das wär's. Ich dachte, das wär's gewesen. Hier irgendwo reintauchen muss. So muss ich auch eine Schatztruhe hier finden. Oder denkst du, bist irgendwie intelligenter als das Spiel? Dann so halt. Schade. Wie Jacks Porträt einfach so rein rollt in den Bildschirm. Oh, schon hier ist nix. Ich bin nicht überrascht, wenn irgendwie so ein optionaler Boss irgendwann auftaucht, ne? Na gut, dann nehme ich mal ein Master hier mit dieser Welt, ne? Ist nicht unbedingt noch was gefunden, so weiß nicht, so 2-3 Truhen haben wir gefunden, 2-3
Glücksembleme, den Rest muss ich natürlich wieder auf Screen finden, ne? Ernsthaft, ihr tut hier vorm Ausgang noch auf die Nüsse gehen. Gut, dann würde ich sagen, wir verlassen diese Welt. Und im nächsten Part gehen wir dann zur nächsten. Klingt das nach einem Plan? Ja, gut. Gucken wir erstmal, was der Stand ist. An Thron und Embleme. Warum sagt er dann laut? Park mal so, ne, das reicht doch. Okay. Ach ja, hier haben wir auch eins freigeschaltet. Spielen wir jetzt aber nicht. 1, 2, 3. Auch 7. 7 ist heute die Zahl des Tages. 5 Stück fehlen mir noch, ey. Ah, das wird nervig. Thron 5. Dreck. Egal. Wird nachgeholt. Wird vertragt. In dem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part irgendwie gefallen, auch wenn nicht viel passiert ist. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wo wir in die nächste Welt gehen. Ciao, ciao. Let's see. I chose the wrong one. Nice. Let's see.